herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Bierverkostungen und Konnichiwa an meine grob geschätzt nur asiatischen Zuschauer. Heute haben wir ein Bier, das in Japan durchaus sehr, sehr bekannt ist, nämlich das Kirin Ichiban, oder wie auch immer man es ausspricht, es tut mir äußerst leid, aber auf jeden Fall, das ist quasi ein, ja, so ein Standardbier, das es wohl drüben ganz oft geben soll und das sich mit einer sehr hohen Qualität rühmt. Ichiban, ja, ich habe kurz auf die Webseite geschaut und Ichiban bedeutet so viel wie erste oder beste, bezieht sich eben darauf, dass für dieses Bier ausschließlich die erste Pressung bzw. Filterung der Maische verwendet wird, weil die eben besonders angenehm, sehr, sehr leicht und einfach sehr smooth zu trinken sein soll. Mit 5% auch definitiv ein recht leichtes Bier, wie gesagt, soll angeblich sehr, sehr süffig sein und auf jeden Fall mit einem sehr, sehr coolen Design. Kirin, ja, kenne ich persönlich nur aus Monster Hunter, aber egal, das nur so nebenbei. Auf jeden Fall recht cooles, goldenes Design. Oh, steht sogar drauf, Ichiban is Japanese for first, number one and best. Aha, okay. Und Ichiban is Kirin's finest beer because we only use the first press. Dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob uns bei diesem Kirin-Bier der Schlag trifft oder ob es doch eher eine ganz neue Erkenntnis des Bieres ist. Muss ja nichts heißen, dass die Japaner nicht auch wissen, wie man gutes Bier braut. Fun Fact, falls ihr raten möchtet, wo das Bier denn gebraut und abgefüllt wird, ich denke mal, keiner von euch hätte gesagt, dass es aus Weidenstephan kommt, also mitten aus Deutschland. Aber ist tatsächlich so. Wird dort gebraut und abgefüllt unter Lizenz der Kirin Brauerei. Fand ich recht amüsant irgendwie an der Stelle. Aber gut, es macht Sinn, dass die das Bier nicht in Japan brauen und zu uns rüberschippern. Es macht Sinn, dass es ist ja nicht selten, dass Bier irgendwo anders lizenziert und dann auch für einer Brauerei vor Ort gebraut wird. Aber egal, das hat ja mit dem Geschmack natürlich nichts zu tun. Riecht wie ein ganz normales Bier, sieht aus wie ein ganz normales Bier, hat eine schöne Schaumkrone. Also ich sage mal, in dieser Hinsicht passt das doch alles schon sehr, sehr gut. Und in dem Sinne würde ich sagen, Kanpai. Ja, definitiv ein sehr, sehr süffiges Bier. Hat eine schöne ausgewogene Geschmacksnuancen. Nicht intensiv im Geschmack, aber ich sag mal ausgeprägt, ohne jetzt da die Geschmacksnerven zu überwältigen. Ist im Nachklang sehr, sehr angenehm, ist kaum herb derzeit noch und hat einfach einen sehr, sehr schönen runden Geschmack. Der Nachgeschmack, wie gesagt, ist nicht sehr lang anhaltend, aber sehr, sehr angenehm. Leichte Hopfennoten, leichte Getreidenoten oder Malznoten eher, ist nicht eine Spur süß. Also Malz, sage ich mal, ist sehr, sehr im Hintergrund. In erster Linie merkt man den Hopfen daraus. Der erste Schluck war schon mal vielversprechend. Schauen wir mal, ob der zweite dem folgen kann. Es ist wirklich sehr, sehr leicht und angenehm zu trinken. Also das ist auch ein Bier, das kann man, glaube ich, zu jeder Tages- und Nachtzeit trinken. Also auch direkt nach dem Aufstehen so eine Flasche runterexen wäre, glaube ich, gar kein großes Ding. Also wer gern ein Bier trinkt und jetzt aber nicht diese normalen Lagerbiere mit ihren doch manchmal recht intensiven Noten und diesem ganzen Hopfenextrakt und Malzextrakt und den ganzen künstlichen Bullshit möchte, da ist das ja definitiv eine sehr, sehr gute Alternative. Und ja, muss sagen, bin sehr, sehr angetan davon, muss ich sagen. Es ist extrem süffig, sehr leicht im Geschmack, aber es ist trotzdem nicht wässrig, es ist trotzdem nicht irgendwie unangenehm, sondern es ist einfach ein sehr, sehr smoothes Bier. Also mit der First Press, das scheint offensichtlich, da muss anscheinend irgendwas dran sein, weil wenn ich das, wie gesagt, mit unseren lokalen Spezialitäten vergleiche, die es bei uns in der Gegend so gibt. Also alles, was halt Massen ist, also das ist ja, man muss darf man nicht vergessen, das ist jetzt kein Craft-Bier. Also die Kirin-Brauerei, die ist schon nicht so klein. Und für das muss ich sagen, also da kann sich
Tut mir leid, da kann sich Österreich eine sehr, sehr große Scheibe abschneiden mit vielen Bieren. Also, das ist einfach so. Und das ist sehr. Man merkt am Anfang eine leicht herbe Hopfennote, also Hopfen generell, aber man merkt am Anfang eine leicht herbe Note, aber die verschwindet dann relativ schnell wieder und ist einfach super leicht, super easy zu trinken. Trotzdem ein guter Biergeschmack einfach, also typischer Volllagerbiergeschmack, ist wirklich, also ist was, das mir sehr, sehr zusagt und was ich, wenn der Preis nicht dagegen sprechen würde, würde ich sowas definitiv als mein neues Standard-Bier für zu Hause, also auch wenn Gäste kommen und dergleichen, würde ich definitiv sowas empfehlen. Also das ist auch ein Bier, das man jemandem geben kann, der vielleicht ein bisschen kritischer ist oder der das Bier nicht zu intensiv mag, der es nicht zu herb mag. Und das hier ist, finde ich, eine schöne, süffig leichte Note. Sehr, sehr gutes Sommerbier, würde ich jetzt auch mal sagen. Also sowas am Festival, würde ich 100 Mal lieber trinken, wie alles, was man da sonst so serviert kriegt. Und ja, man merkt, dass das Bier, wie üblich eben bei Bier, mit steigender Temperatur etwas intensiver wird. Aber das Einzige, was ich merke, es kommt ein bisschen mehr auch diese getreidige Malznoten raus. Aber es ist trotzdem extrem angenehm zu trinken. Also es ist so ein typisches, gutes Sommer, ich sitze am Balkon, Feierabendbier. Also da würde ich mir sowas auf jeden Fall wünschen in Zukunft. Und es ist einfach. Man kann jetzt sagen, es ist jetzt nichts Besonderes. Klar, das ist eine Möglichkeit, aber es ist ja auch kein Spezialbier, es ist kein Craftbier, es ist einfach ein gutes, normales Bier, das man einfach so jederzeit genießen kann. Ja, ich muss es einfach sagen, das ist das Premium-Bier, das sie vorgeben zu sein. Das ist einfach. Es ist einfach sehr, sehr angenehm zu trinken. Und es wird, je wärmer es wird, desto mehr kommt auch so ein leicht, ich will jetzt nicht sagen fruchtig, aber noch eine, ja, doch eine leicht fruchtige Note noch ein bisschen hervor. Es ist einfach eins der erfrischendsten Biere, das ich kenne, das trotzdem charakteristisch ist, das angenehm ist, das jetzt einfach ein sehr, sehr schönes Gesamtpaket bietet. Ja, ich versuche die ganze Zeit irgendwelche Kritikpunkte an dem Bier zu finden, aber es tut mir leid, es ist einfach was mir persönlich einfach extrem zusagt. Es ist einfach ein sehr, sehr gutes Vollbier. Es ist einfach das Punkt. Vielleicht eins der besten, das ich je getrunken habe. Ich meine, es gibt einige Biere, die da, ich sag mal, mithalten könnten, theoretisch, aber wer ein Bier sucht, das jetzt da nach Bier schmeckt, aber jetzt nicht zu intensiv ist, das sehr erfrischend ist, sehr, sehr süffig ist, da führt am Kirin Ichiban einfach nicht wirklich ein Weg vorbei. Und ich sag mal, mit diesen heiteren Worten können wir es auch mal gut sein lassen für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, arrivederci und gut. Bye.